verrückteste Western-Komödie aller Zeiten? Klar, von mir aus, warum nicht? Da gibt's Helden. Her damit. Schurken. Endlose Horizonte und den gerissensten Gesetzeshüter des Wilden Westens. Die gemeine Milchkuh. Tja, da haben wir den Salat. Drei Milchkühe, die ihre Farm noch nie verlassen haben, sollen ihn den ganzen Gästen abklappern, einen gefährlichen Verbrecher jagen und eine Belohnung von $750 kassieren. Und das in nur 3 Tagen. Was? Aber zäumen wir das Pferd nicht von hinten auf. Gemeinen Milch. Unsere drei Kuhdamen lebten auf einer Farm. Ihr kleiner Himmel auf Erden. Gibst du den Weg und ins Tal? Dort liegt ein Stückchen Himmel auf Erden, unsere Farm. Hier ist ein Apfel. Ach, leg dich aber nicht auf ein silbernes Tablett. Die werden ihre Farm versteigern. Wir wissen doch alle, was jetzt passiert. Was? Jetzt werden wir verspeist. Wer würde schon ein Huhn verspeisen wollen? Guck! Kommt, Leute, wir packen sie jetzt bei den Hörnern. Es wird noch besser. Um die Farm zu retten, werden die Kühe zu Kopfgeldjägern. Wir suchen den berüchtigten Rinderdieb Elanida Slim. Ja! Diese Kühe wollen wir an den Kragen. Na los, Mädels, wir retten jetzt die Farm. Kopfgeldkühe! Jetzt wundert mich gar nichts mehr. So viel Dummheit können sich eigentlich nur Büffel erlauben. Diese Kühe sind voll fett! Wer zuletzt im Stall ist, muss im Stehen schlafen!